Die deutsche Hockeynationalmannschaft hat bei der WM in Indien erneut den Sieg errungen. Im Finalspiel gegen Titelverteidiger Belgien setzten sich die Männer von Bundestrainer André Henning durch mit 5:4 nach Penalty-Shootout. Bereits in den Jahren 2002 und 2006 waren die Deutschen Hockey-Weltmeister geworden. Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass wir immer an uns geglaubt haben, an die Art und Weise, wie wir spielen, an die Art und Weise, wie viel Qualität wir in der Truppe haben. Ich glaube, das war der größte Punkt. Darüber hinaus gehört bestimmt auch ein bisschen Glück dazu. Aber der Glaube an die Jungs, der Glaube an die Mannschaft, der Glaube an jeden Einzelnen war so riesengroß, dass wir es immer wieder geklappt haben. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt echt verdammt lange dafür gearbeitet und gewartet. Ich glaube, ganz häufig in Deutschland ist stolz auf uns. Und wir bringen das Baby nach Hause. Nach dem Sieg hier im indischen Bhubaneswar wird die Nationalmannschaft am Montag zurück in Deutschland erwartet. Vom Flughafen Frankfurt soll es dann nach Köln gehen zum Weiterfeiern.